Es geht heute um Channels. Das ist ein Konzept aus der Concurrent Programming. Ich habe mich heute entschieden, dass die Übersetzung davon dafür nebenläufige Programmierung ist. Im Gegensatz zu Parallel, aber das werden wir gleich sehen. Kurz, was machen wir heute? Es gibt ein bisschen historischen Background. Ich habe mich in ein paar Papers aus der guten alten Zeit, also so von 1978, eingelesen. Das ist ganz interessant, weil nämlich die Begrifflichkeiten da tatsächlich komplett anders sind. Da wird dann irgendwie gesagt, ja, ich habe mich für eine Algol-artige Syntax entschieden und jetzt muss man irgendwie wissen, wie Algol aussieht oder PL1 oder solche antiken, nicht mehr benutzten Sprachen. Dann wollen wir uns ein bisschen mit Communicating Sequential Processes, also CSP, auseinandersetzen. Das ist im Prinzip die Grundlage für dieses ganze Channel-Konzept. Es gibt ein paar syntaktische Beispiele aus dem CSP-Paper, wie das der Tony Hoa damals designt hat. Dann werde ich kurz was erzählen zum Unterschied zwischen Nebenläufigkeit und parallelem Computing, was da so die gedanklichen Unterschiede sind. Dann wollen wir uns anschauen, in welchen Sprachen eigentlich CSP heutzutage drin steckt. Dann kommen wir, was ist eigentlich so ein Channel und was kann man damit Tolles tun. Und dann gibt es Beispiele. Also ich habe ein Beispiel in Go gehackt, um einfach mal was zu zeigen, was nicht irgendwie schrecklich viele Klammern enthält. Die restlichen Beispiele sind allerdings in Clojure, weil das ist halt verfehlt, das, was ich ganz gut kann. Die Konzepte sind allerdings dieselben. Also man kann das genauso auch in Go implementieren. Oder in anderen Sprachen. OCaml zum Beispiel, sollte das jemand können. Historischer Background. Also Communicating Sequential Processes ist eine formale Sprache, die die Interaktion zwischen Prozessen in einem nebenläufigen System beschreibt. Wurde damals von diesem Herrn, ihr kennt vielleicht Quicksort, den hat er auch erfunden, um 1978 herum erfunden. Das Paper dazu kriegt man online. Ich empfehle euch, das durchzulesen. Da stecken im Prinzip all die ganzen Kernideen drin. Das Wichtige daran ist, es geht hier nicht um eine Implementierung, sondern es geht wirklich nur um das Konzept. Ich habe Prozesse, diese Prozesse reden miteinander über einen definierten Kanal. Und ich habe, und was dem entgegensteht, sind halt diese ganzen Shared Memory Architekturen. Also ich habe irgendwo einen Speicherplatz, ich habe zwei Prozesse, die wollen irgendwas tun, die teilen sich möglicherweise diesen Speicherplatz. Der eine setzt einen Flag, der andere liest einen Flag und so kommunizieren die miteinander. Und schon damals wusste man in der Informatik, dass das nur eine bedingt gute Idee ist. Ihr kennt sicherlich die Aussage, Shared Mutable State will harm your project. Das ist mehr oder weniger eine Antwort darauf. Es ist sicherlich kein Allheilmittel in der verteilten Programmierung, in der nebenläufigen Programmierung, aber es ist ein sehr guter Ansatz. Syntaktische Beispiele, damit man sich mal vorstellen kann, wie diese CSP-formale Sprache aussieht. Es gibt hier sowas, das nennt so ein Label für einen Block Code. Dieses Label nennen wir in diesem Fall Copy. Dann gibt es hier irgendwie so eine Variable C und die ist halt ein Character. Und dann gibt es zwei Prozesse, West und East. Und aus West wird gelesen und in East wird geschrieben. Das heißt, das hier heißt einfach nur lese aus West irgendwie so einen Charakter raus und danach schreibe in East diesen Charakter rein. Und damit es auch ein echtes Copy wird, müssen wir das halt natürlich immer wieder tun. Und das tut dieses Stern, eckige Klammer auf hier. Das ist quasi die Loop außenrum. Was kann man damit jetzt tun? Man kann mit dieser relativ einfachen Syntax sich tatsächlich Prozesse definieren. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das habe ich jetzt nicht aus dem Paper rausgenommen. Das kommt direkt aus dem Paper, aber diese Disassembly-Copy haben wir eben gesehen. Und Assemble habe ich jetzt auch nicht mit. Das sind tatsächlich Labels für Codeblöcke. Heutzutage würde man das vielleicht Funktionen nennen. Er nennt es dann nicht Subroutinen, sondern Coroutinen. Coroutinen sind Dinge, die so nebeneinander laufen. Subroutinen sind so Dinge, in die man reincallt. Das ist da der syntaktische Unterschied in diesem Paper. Was das heißt, ist, ich habe den Prozess West, der wird
dargestellt durch diesen Codeblock Disassemble. Dann habe ich den Prozess Ease, der wird durch Assemble dargestellt. Und dann habe ich diesen X hier, den ich eigentlich nicht brauche, der steckt der Copy tatsächlich drin. Und die starte ich jetzt alle nebeneinander. Das heißt, REST produziert irgendwelche Daten und schreibt die dann in Ease dran. Also es sind drei Prozesse, die da laufen. Das Wichtige hierbei ist, es geht nicht darum, dass der Kram parallel auf eurem System läuft. Es geht darum, dass wir eine Semantik für ein nebenläufiges System haben und na gut, das kann halt auch auf einem Single-Prozessor-System laufen. Ich habe irgendwie einen Scheduler, der sich darum kümmert, Prozessorzeit diesen einzelnen Prozessen zuzuweisen. Ich habe immer noch diese Semantik, da kommunizieren irgendwie Programmteile miteinander, aber es muss nicht gleichzeitig laufen alles. Ein wichtiges Detail an dieser Stelle. Okay. Unterschiede zwischen Concurrency und Parallelism. Das habe ich mehr oder weniger direkt aus dem Talk von Rob Pike übernommen. Das ist der ein, so ein Mensch, der hat sehr viel C gemacht. Gibt es Bücher von ihm, von Kernighan und Pike. Hat, an, ich glaube, an Unix viel gearbeitet. Sitzt jetzt bei Google und macht Go. Und hat wunderbare Vorträge, die sind auch in der Bibliografie nochmal verlinkt. Unbedingt anschauen, das ist sehr, sehr, sehr gut. Besser, als ich es wahrscheinlich hier könnte. Concurrency und Parallelism. Also, wir wollen mal mit einem kleinen Beispiel anfangen, um einfach so den semantischen Unterschied klar zu machen. Ein Sortieralgorithmus, der mit mehreren Threads läuft, wo ich meine Arbeit aufteile und sage, ich teile das jetzt in 27 Stücke, die werden von 27 Threads bearbeitet, am Ende merge ich das Ergebnis zusammen. Das ist Parallelität. Da geht es darum, Dinge schnell zu machen. Dann gibt es die andere Variante, das ist Concurrency. Da geht es darum, dass ich, das ist eine Design-Primitive. Ich habe unterschiedliche Programmteile, die miteinander reden. Stellt euch vor, ihr habt irgendein Programm, was User-Input entgegennimmt. Dann habt ihr vielleicht irgendwie so einen Programmteil, der sich darum kümmert, den Keyboard-Input zu verarbeiten, dann einen, der den Maus-Input entgegennimmt. Drei Dinge, die vielleicht irgendwie Worker-Threads sind und irgendwas tun. Und diese Programmteile kommunizieren miteinander, können möglicherweise parallel laufen, müssen aber nicht. Das ist Concurrency. Fand ich von ihm ein, also da ist der Talk verlinkt. Ein sehr schöner Satz. Parallelism is about doing things fast. Concurrency is about doing many things at once. Es geht eben darum, dass ich nicht, dass ich unabhängige Teile habe, die über eine definierte Struktur miteinander reden. Dieser Message-Passing-Ansatz, den man zum Beispiel auch in Erlang findet, wobei in Erlang die Systeme natürlich inhärent verteilt sind. Es geht vor allem darum, Programme zu designen. Es geht nicht zwingend um die Parallelisierung. Das fällt am Ende hinten kostenfrei bei raus. Das ist das Schöne dran. In welchen Sprachen haben wir solche Techniken? Also es gibt Go, da gibt es Channels, die genau das abbilden. In Clojure gibt es eine Library, die nennt sich core.async für asynchrone Programmierung, hat auch Channel. Da werden wir nachher ein bisschen weiter reinschauen. Und was ich noch gefunden habe, damit kenne ich mich wirklich aus, ist Haskell. Es gibt irgendwie MVARs. Macht jemand Haskell? Kennt jemand MVARs? Vielleicht bin ich noch nicht. Okay. Also es steht irgendwo, die sind in irgendeiner Haskell Concurrency Library drin und machen genau das. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was sind eigentlich Channels? Bei Channels geht es darum, Programmteile zu synchronisieren. Ich habe zwei Programmteile, die müssen irgendwelche Daten miteinander austauschen. Die kriegen einen Channel, beide denselben. Der eine schreibt was rein, der andere liest was raus. Der Trick ist, wenn der eine reinschreibt und es lauscht niemand am anderen Ende, blockiert er. Wenn jemand was rausliest und es schreibt niemand am anderen Ende was rein, blockiert er auch. Was heißt, die beiden Programmteile müssen sich in diesem Channel quasi treffen und der eine übergibt an den anderen die Daten, die er ihm zu übergeben hat. Das ist der Default. Der Default ist, dass die Dinger ungepuffert sind. Sie können ein Datum, Bytes, was auch immer halten, also irgendeine Menge an Daten.
können sie halten und die werden dann übergeben. Das Wichtige ist, da treffen sich zwei Teile meines Systems und werden synchronisiert miteinander. Ich habe da einfach mal ein Beispiel in Go gehabt. Jetzt kommt da das Busch-Beispiel. Da ist es. Also, was sieht man jetzt hier? Es gibt irgendwie so ein Package Main, Import Format, Import Time, das sieht noch alles relativ klar aus. Es gibt hier diese Make-Funktion und wenn man dieser Make-Funktion das Keyword Channel und einen Typen übergibt, dann kriegt man da einen Channel raus. Diesen Channel nennen wir jetzt mal Messages. Und dann gibt es hier diese etwas strangen Funktionen. Was diese strangen Funktionen tun ist, der eine liest einen Value hier aus Messages raus, das tut dieser Pfeil nach links Operator mit dem Channel auf der rechten Seite, liest da was raus und sagt dann GoRoutine executed und %t ist das True oder False und dann hier das Boolean. Und dann wartet er 2 × 10⁹ Nanosekunden, also hoffentlich 2 Sekunden. Und dann startet er diese nächste Routine hier, die tut Folgendes, die sagt, ich habe eine Nachricht gesendet und schiebt in Messages den Wert True einfach ein. Ist ein Boolean, das geht, der Channel akzeptiert Booleans. Dann wartet das ganze Ding 5 Sekunden, das war's. So, warum steht jetzt da Go davor und nicht einfach nur Func für Function? Was Go tut ist, es nimmt die Funktion, die übergeben wurde, lässt sie laufen und return sofort. Was heißt, das wird ausgeführt, dann wird mehr oder weniger ein neuer, leichtgewichtiger Thread gespawnt, dann wartet das Ding und dann ruft es wieder diese Go-Routine. Die Dinger heißen Go-Routines in Go. Auch da ist es wieder so, also das sind keine kompletten Threads, sondern leichtgewichtige Threads, da gibt es so einen Pool, wo die ganzen Go-Routinen verwaltet werden. Die werden dann, wenn sie laufen können, auf Threads gemappt. Da steckt relativ viel Intelligenz drin. Kurze Aussage zur Performance, also sie haben wohl schon Systeme gebaut, wo sie hunderttausende Go-Routinen gleichzeitig am Laufen haben und das performt immer noch. Und die werden dann halt auf ein paar mehr Threads gemappt, aber im Endeffekt, das performt auch. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie das Ganze läuft. Wie heißt das? Channel-Example. Okay, starten wir einmal das Channel-Example und wir merken, dass es nicht tut. Warum tut es nicht? 9. Go install. So. Okay, also das sind jetzt die 2 Sekunden warten. Ihr seht hier Send Message GoRoutine Executable True. 2 oder 5 Sekunden. Diese 5 Sekunden warten hier braucht man einfach das Main nicht return. Weil die Semantik von diesen GoRoutinen ist halt, sie werden direkt, sie returnen direkt. Und wenn halt hier unten nichts kommt, dann returnt halt Main und dann ist das Programm per Definition zu Ende, wenn man Go programmiert. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen das Ding. Dass der hier tatsächlich blockiert. Und er möchte was aus den Channel Messages lesen, es ist nichts drin, er blockiert, es wird 2 Sekunden gewartet, der schreibt was rein, der hier kann also laufen, läuft dann auch und dann ist das ganze Ding zu Ende. Was heißt, diese beiden Programmteile werden tatsächlich miteinander synchronisiert. Das heißt, wenn der hier seinen Wert da reingeschrieben hat, läuft der hier tatsächlich auch los. Das ist das, was uns das sagt. Da ist meine Pause. So. Genau. An der Stelle einfach mal, also, wenn es Fragen gibt, fragt. Soweit. Es gibt verschiedene Typen von Channel. Das sind jetzt die, die es im Core Async gibt. Die beiden hier gibt es in Go. Ich weiß nicht, kann jemand Go zufällig? Weiß jemand, ob es da noch mehr Channel-Implementierungen gibt? Wird sicherlich irgendwie einen Extension-Mechanismus geben. Es gibt ungepufferte Channel, das sind die, die wir gerade gesehen haben. Da blocken sowohl die Writer als auch die Reader, bis halt sie sich treffen können in diesem Channel. Es gibt gepufferte Channel, da blockt natürlich der Reader, wenn nichts drin ist, und der Writer, wenn der Puffer voll ist.
Damit kannst du dein System einfach schneller machen, indem du sagst, ich produziere hier zwar mal auf der einen Seite ein bisschen mehr Daten, als ich hier jetzt verarbeiten kann, aber wenn der Puffer groß genug ist und es auf der anderen Seite schneller dann läuft, dann kann man halt das System einfach am Laufen halten. Was es gibt in CoreAsyn sind Sliding-Buffer. Das ist einfach ein Sliding-Window, wenn ich hinten einen neuen Wert reinschiebe, also den neuesten fällt der älteste einfach raus. Wird einfach ausgelöscht. Kriegst du einen Punkt. Wenn du, der Block übrigens natürlich nie, logischerweise, weil er halt einfach die Werte wegwirft. Es gibt die andere Variante, der Dropping Buffer. Ich schreibe den Wert in den Buffer rein, in den Channel rein, der Buffer ist voll. Sekunde. Dann wird mein Wert einfach verworfen. Ja, bitte. Wie ist das mit dem Sliding Dropping, wenn du rauslesen willst und nichts drin ist? Dann blockierst du. Okay. Dann blockierst du einfach, weil es ist ja nichts drin. Ja. Moment. Ich schlag jetzt mal. Warte mal. Async slash dropping buffer. Ich nehme mal die Doku davon. Return the buffer of size and when full puts, also das ist der write, will complete but var will be dropped. No transfer. Okay. Sagt nichts über Reader. Ich nehme an, dass die halt einfach blocken, wenn nichts da ist. Wäre sinnvoll. Weil was sollte der Reader tun? Null bekommen? Das wäre eine ganz beschissene Idee. Nil, auch blöd. Java Boolean False, noch schlimmer. Okay. In Clojure gibt es eine Designentscheidung. Es gibt keine unbounded Channels. Du kriegst keinen Buffer, der unendlich groß ist. Und wenn du das als Proposal für die Library einreichst, dann kriegst du, ich glaube, du kriegst jetzt gar keine Mail mehr zurück, aber der Erfinder dieser Library hat wohl mal jemand geschrieben, dein System ist fehlerhaft, du solltest nochmal drüber nachdenken. Weil wenn halt dein Buffer eigentlich beliebig groß wird, dann explodiert halt dein Programm. Und dann musst du halt nochmal drüber nachdenken, ob du nicht irgendwie ein Sampling deiner Daten haben willst oder irgendwie mehr Rechenleistung vielleicht. Also, ich weiß. Okay. Das war soweit eigentlich der Theorie-Teil. Ich möchte euch noch ein paar Beispiele zeigen, wie das Ganze denn tatsächlich im Code aussieht. Es gibt ein exzellentes CoreAsyn Walkthrough, wo man tatsächlich so auf Statement-Ebene die ganze Library erklärt kriegt. Wir wollen uns hier mal das Verhalten anschauen, wenn ich in einen Go-Block reinschreibe. Also vielleicht erstmal kurz. Also Go-Routinen aus Go werden zu Go-Blocks. Das sind diese hier, die einfach den kompletten Code, der hier drin steht, in ihrem Scope einfach ausführen, asynchron. Einen Channel erzeugt man mit Chun, kriegt man einen Channel. Ja. Let macht eine lokale Variable. Ich glaube, das ist relativ straightforward. Mir geht es in dem Fall, bei dem Beispiel einfach darum, Go-Blocks blockieren bei Einschreiben. Woran sehen wir das? Wir sehen es einfach daran, dass hier in diesem Fall dass hier dieses, also was der erwartete Output ist, wir sehen hier erstmal Sleeping, dann wartet das Ding kurz, dann sagt er Got Value und liest aus dem Channel was raus. Wenn er aus diesem Channel was rausliest, dann kann der hier oben was reinschreiben, die treffen sich also und werden synchronisiert. Was heißt, wir sehen Sleeping, Got Value und dann Go Block Executed. Das ist das, was wir erwarten. Ich hoffe, dass das jetzt auch passiert. Vorhin habe ich es ausprobiert, also Go Blocks on Write. Genau, das ist das, was passiert. Es wartet, es sagt, ich habe den Value Hallo bekommen und danach sagt es, der Go Block ist gelaufen. Diese witzigen Operatoren hier mit dem Ausrufezeichen und dem Doppelt-Ausrufezeichen, das hat tatsächlich einen Sinn. Das einfache Ausrufezeichen ist das, was du in einem, ist das Non-Blocking Put und das andere ist das Non-Blocking Take. Die benutzt man im Go-Block, die werden tatsächlich asynchron ausgeführt. Diese hier, dieses Blocking-Take, das blockiert tatsächlich den Thread, in dem es sich gerade befindet, bis es dann einen Wert bekommt. Was heißt, wenn ich das hier, wenn ich so eine Geschichte hier tue, in meiner REPL, dann kann ich meine REPL neu starten, weil das nämlich mir einfach den Main-Thread blockiert. Deshalb werden wir das nicht ausführen.
Das ist einer der häufigsten Fehler bei Core-Async-Programmierung, ist, man macht irgendwas, liest aus irgendeinem Channel was raus, möglicherweise blockieren, es steht nichts drin und das ganze System lockt sich. Und man darf danach seine Shell neu starten. Ziemlich ärgerlich. Okay. Ja, bitte. Das, du startest da quasi zwei Threads, von denen der eine in diesen Channel reinschreibt, der andere daraus liest. Im Endeffekt, ja. Wieso? Also den hier starte ich nicht. Der ist schon da. Das ist der. Was definiert jetzt, was welcher als erstes fertig wird? Während welcher dann quasi als erstes sein Print ausführt? Wie wird das festgelegt? Das trifft sich an folgendermaßen. Also der hier schreibt rein, der hier liest raus. Du musst dir vorstellen, die treffen sich an der richtigen Stelle. Genau. Und dann wird. Dann übergeben sie einen Wert? Die übergeben diesen Wert, der Wert returnt hier und dann kommt der hier zurück. Aber die übergeben den doch quasi gleichzeitig und danach laufen sie weiter. Ist das eine Racing Condition, dass der Lesende das dann zuerst fertig wird? Oder, das ist eine ganz ausgezeichnete. Ja, ist es. Ja, siehst du hier. An diesem ja, okay. Ja, wer das Print ausführt, das ist tatsächlich eine Race Condition. Okay. Aber ist das sonst definiert, welcher da zuerst fertig wird? Nö. Okay. Das ist aber auch nicht wichtig. Es geht ja einfach nur darum, die Dinger laufen nebenläufig und treffen sich halt an dieser Stelle. Das heißt, da können sie Werte austauschen, da können sie synchronisiert den State austauschen, wenn sie müssen. Jemand kann an jemand anders Arbeit übergeben, irgendwie so eine Geschichte. Und danach laufen die parallel einfach. Danach laufen sie einfach. Ja, das ist es halt. Sie müssen nicht, es muss nicht parallel laufen. Nee, es würde genauso auf einem Single-Core-System funktionieren. Mhm. Das ist eigentlich der Catch an der Stelle. Ja. Okay. Was man mit Go auch. Sonst noch jemand? Nur eine Anmerkung. Bitte? Ja, merke. Also das Wichtige ist, dass sie halt immer korrekt synchronisieren. Also das heißt, die Wertübergabe ist im Grunde der Teil, der synchronisiert läuft. Und der läuft auch korrekt. Und du hast halt jetzt eine Funktion drin, die einen Seiteneffekt macht. Und da kommt so ein bisschen das Problem ins Spiel. Also da, ja. Deswegen hast du die Race Condition, weil eben das Printen auch asynchron läuft. Ja. Side-Effects sind halt scheiße. Genau, das heißt, solange du dich daran hältst oder da nur Routinen aufrufst, die Seiteneffekt frei sind, kriegst du die Garantie, dass es auch immer korrekt synchronisiert wird. Klar. Du kannst aber natürlich auch Routinen aufrufen, die Seiteneffekte haben, die sich nicht in derselben Ressource, in diesem Fall das Terminal, halt treffen. Mhm. Logischerweise. Also man könnte das, der eine schreibt ins eine File, der andere ins andere zum Beispiel. Oder so Geschichten. Was es auch gibt, ist, man kann länger laufende Prozesse erstellen. Das macht man mit GoLoop. GoLoop ist ein Makro, das einfach nur in GoBlock und da drin eine Loop. Loop ist das Looping-Makro im Clone. Es macht eine Schleife und wenn du Recur aufrufst, springt er zum letzten Loop halt hoch. Das ist halt einfach eine Endlosschleife an dieser Stelle. Das heißt, ich kreiere einen Channel an dieser Stelle. Ich rufe eine Go-Loop auf. Da drin nimmt er sich aus dem Channel C die Message raus und sagt, ich habe folgende Message erhalten und danach recurrt er wieder nach oben. Das ganze Ding wartet dann 2 Sekunden und dann macht es ein Do Times I10, also 10-mal startet, es läuft 10-mal durch, startet jeweils immer einen Go-Block, der halt in C den Wert I reinschreibt, da sieht man dann die Race Condition relativ schnell. Und was ich halt machen kann, das ist das Schöne, 1, 2, ihr seht, die kommen an, aber in welcher Reihenfolge sie ankommen, ist natürlich was ganz anderes. Und das Wichtige ist, wenn ich da jetzt wieder einen Wert in diesen Channel, der jetzt leider nicht mehr existiert, reinschreiben würde, damit kann ich halt zum Beispiel einfach einen Prozess schaffen, den ich irgendwie Arbeit übergeben kann. Wo ich sagen kann, wenn in deinem Channel was ankommt, dann nimm das raus und mach was damit und schreib es möglicherweise in denselben Channel rein oder in einen Output-Channel. Sowas. Wir wollen uns das Ganze mit Buffering nochmal anschauen. Einfach nur, um es mal kurz gesehen zu haben. Es wird ein Channel erzeugt mit einem Buffer von 10.
Es wird anhand dieses Parameters M hier, werden Werte da reingeschrieben. Was Timbre Debug tut, ist es eine Debugging-Library, die zumindest macht, dass die Zeilen intakt bleiben. Damit wir nicht diese Geschichte vorsehen, wie bei den Print-Statements, die sich halt komplett miteinander vermischen. Man kann es einfach schlecht lesen. Also das ist das, was Timbre Debug tut. Gibt einfach ihren Schnitt aus. Das Ding wartet wieder 2 Sekunden und jetzt hat es einfach eine Go-Loop, die da alle Werte rausliest. Was ist das Verhalten, was wir hier erwarten? Das Verhalten, das wir erwarten, ist, dass wir mit dem Ding sagen, schreib 15 Werte da rein, dass wir 15 Zeilen kriegen, oder dass wir 10 Zeilen kriegen, bis das Ding lockt, tatsächlich, der Schreiber, dann 2 Sekunden warten und dann den Rest sehen. Und das ist genau das, was passiert. Also, wenn ich jetzt sage, Buffer Channel mit zum Beispiel 12, dann sehe ich, dass jetzt erstmal da 10 Werte ankommen und dann kommen weiter. Das sieht man hier relativ schön getrennt. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zeilen. Jetzt ist der Buffer voll. Ich kriege hier den Return-Wert von irgendeiner Funktion noch zwischen rein. Dann sehe ich hier, jetzt läuft dieser Reader hier unten los. Was heißt, der hier kann wieder schreiben, der schreibt seine 6 da rein, der holt sich eine 0, eine 11, der schreibt seine 7 da wieder rein und dann kriege ich die restlichen Werte und jetzt ist der Channel leer. Das sind jetzt natürlich alles nur Spielzeugbeispiele. Und ich mache jetzt auch hier mal zumindest den Bildschirm schwarz. Ich möchte euch noch ein bisschen ein, zwei andere Beispiele einfach nochmal zeigen. Tafelbeleuchtung. Was man damit. Bitte? Tafelbeleuchtung. Die Tafel ist eine Tafelbeleuchtung. Oh. Wenn ich da drauf drücke, dann geht die Tafelbeleuchtung auch an. Ja. Magic. Kannst du nicht die erste Beleuchtung ausmachen? Jetzt kann ich euch wieder ins Dunkle setzen. Bitte, ja. Okay, es gibt noch verschiedene andere Dinge, die man mit Channels tun kann. Man kann Nachrichten durch sein System verteilen. Zum Beispiel kann man sagen, ich habe ein System, das spawnt 10 Worker. Was ist das? 10? Und jeder von denen hat einen Channel. Und ich möchte gerne einen Broadcast haben, wo ich mit all diesen Workern reden kann. Weil ich möchte entscheiden, lauft ihr los oder nicht. Was ich machen kann ist, es gibt in Core Async einen Channel, der nennt sich, oder eine Schicht, die nennt sich Mult. Da kann sich jeder, das ist ein Punkt, also Mult übergibst du einen Channel. Und dann wird dieser Channel ein Multiple Channel und es können sich mehrere Leute da dranhängen. Da gibt es dann die Funktion Tab, dann gibst du dieses Mult und jetzt kriegst du alle Nachrichten, die dieser Mult auch kriegt. Das heißt, wenn ich hier vorne irgendwie was reinschiebe, kriegen alle Worker diesen Wert. Das ist eine Sache. Was es auch noch gibt, ist die andere Seite, das ist nämlich der Alt, der Alternative. Stellt euch vor, ihr seid Google. Und ihr möchtet gerne, dass eure Suchanfragen schnell laufen. Und ihr wisst, dass die im statistischen Mittel schnell laufen, aber halt nicht immer. Es kann auch mal sein, dass eine verdammt langsam ist, weil die Ressourcen gerade irgendwie verbraucht sind oder der Rechner gerade nur für Dinge tut. Wäre es nicht toll, einfach 5 von euren Suchen zu starten und die schnellste zu nehmen? Mit einem Timeout. Dafür kann man Channel verwenden. Und dafür gibt es zum Beispiel, dafür gibt es Alts. Das ist die Alternative. Und die Semantik von Alts ist, ich gebe einen Channel da rein. Und der erste, der mir den Wert liefert, wird genommen und alle anderen werden ignoriert. Mögen kriegen tatsächlich ein Signal, ihr wurdet jetzt abgebrochen. Lasst das mal. Hat den Vorteil, dass wenn ich hier eine Suche habe, Suche 1 bis Suche 10 zum Beispiel, die erste, die returnt, nehme ich mir, fertig. Die anderen werden alle automatisch abgebrochen. Dann wird die Go-Loop einfach beendet. Oder der Go-Block, der da hinten dran steckt. Jetzt habe ich aber noch kein Timeout implementiert. Es wäre doch Mist, wenn die alle lang brauchen und dann mein Benutzer warten muss. Also nehme ich mir einen Elfen-Channel dazu. Da gibt es eine Funktion, die nennt sich Timeout.
und der übergibt man irgendwie Millisekunden. Die erzeugt dir einen Channel, die dir nach so und so vielen Millisekunden einen Wert liefert. Und zwar immer einen. Ich glaube, es ist true oder so. Das heißt, wenn die alle hier nicht returnen, dann returnt der nach so und so vielen Millisekunden. Gibt dir auf jeden Fall den Wert. Du kannst den Wert hier auch, ich glaube, du kannst ihn setzen. Kannst du? Ich meine schon. Ich glaube, es gibt da sicherlich noch so ein paar mehr. Bitte? Ich glaube, du schiebst da üblicherweise Keyword durch, damit du halt nicht die Null-Problematik hast. Ja, ich glaube, du kannst da ein Keyword sowas wie Timeout oder so da durchschieben. Da kannst du hier sagen, wenn ich einen Timeout gekriegt habe, kann ich den behandeln und sonst nehme ich einfach das Ergebnis. Das kann man jetzt natürlich hier aneinander hängen. Ist ja klar, weil ich habe hier meinen Alt. Warum kann ich nicht da? Weil ist ja blöd. Ich habe also angenommen, ich habe hier meinen Main-Thread. Da kommt irgendwo die Suchanfrage von meinem User rein. Was der tut ist, der schreibt hier oben. Die Suchanfrage von meinem User rein, das geht in den Mult, wird an alle Worker verteilt, die jetzt natürlich hier mit dasselbe sind. Und auf der anderen Seite sagt er, ich habe jetzt hier einen Go-Block und der liest aus diesem Alt-Channel raus und danach tue ich irgendwas damit. Und damit habe ich ein richtig, richtig komplexes System abgebildet. Es werden hier Worker-Threads gespawnt, die meine Suchanfrage bearbeiten. Es ist ein Timeout implementiert, wenn die Suchanfrage nicht rechtzeitig zurückkommt. Ich kriege auf jeden Fall nur eine davon, verschwende auch nicht so schrecklich viele Ressourcen und ich kann mit dem Ergebnis was tun. Implementiere das mal in Shared Memory, implementiere vor allem diese Geschichte hier, dass die abgebrochen werden an der richtigen Stelle, wenn sie nichts tun. Das sollte dann am besten Seiteneffekte frei sein, wenn man das so verwendet, weil sonst passieren unaussprechliche Dinge. Ja, das ist ein Beispiel. Rob Pike hat in seinem Vortrag noch ein Beispiel, wo er einen Load Balancer implementiert. Das finde ich auch außerordentlich schön, wo er sagt, gut, also es kommt irgendwie was rein, ich muss es bearbeiten. Ähnliches Konzept, es werden mehrere Go-Routinen gestartet, die halt einen Channel haben. Was noch ein wichtiges Element ist bei diesen Channels, ist in Go sowie in Clojure, sie sind first class. Ich kann die Dinger durch die Gegend reichen. Ich kann eine Funktion haben, die mir einen Channel zurückliefert. Das heißt, ich kann eine Funktion haben, die eine Go-Routine startet, ich kriege einen Channel, in den ich die Arbeit reinschreiben kann. Ich kann zwei Channels zurückgeben. Ich kann einen Input-Channel und einen Output-Channel zurückgeben an der Stelle. Das heißt, ich kann tatsächlich Prozessteile schaffen. Die jetzt so aussehen. Also so mache ich das in meinem Concurrent Programming Framework, das ich gerade entwerfe. Ich habe einen Block da drin, das Ding nenne ich eine Komponente, das hat drei Channel, einmal Control, einmal In und einmal Out. Ich nehme eine Funktion, die erzeugt mir so eine Komponente und lege da irgendeine Funktion F rein. Die Semantik davon ist, ich lese aus Input raus mit einer Go-Loop, mache dann F und schiebe es aus Out wieder raus. Der Control-Channel ist dafür da, um solche Nachrichten wie Start, starte dich, starte deine Go-Loop, Stop, stoppe deine Go-Loop wieder, konfiguriere deinen internen State, so eine Geschichte anzunehmen. Warum ist das toll? Das ist toll, weil ich damit Komponenten aneinander hängen kann. Ich kann sagen, ich habe hier eine Funktion F1, die tut irgendwas. Ich verbinde die Channel miteinander, den In-Channel von der nächsten Komponente. Ich habe hier eine Funktion F2, die tut irgendwas. Das ist komplett entkoppelt, das läuft alles in Parallel.
Und wenn ich da was reinschiebe, dann laufen da möglicherweise hinten dran mehrere raus. Ein weiterer Vorteil ist, es lassen sich sehr einfach Wrapper implementieren. Angenommen, ihr möchtet Timing-Informationen für die Funktion F1 haben. Ihr wollt wissen, wie lange brauchen die Daten von hier nach da. Das ist an sich relativ einfach. Wir nehmen uns F1 mit dem In- und In-Aus-Channel. Fertig. Ich nehme eine Komponente außenrum, bei der ich sage, dein In-Channel, du liest da raus, du gibst die Timing-Information, du schiebst das in den In-Channel von dem Ding rein, Out-Channel verbindest du miteinander. Du kannst die Dinger natürlich beliebig tief verschalten. Du möchtest zum Beispiel alle Events loggen, die irgendwo in so eine Komponente reingehen. Selbst immer. Du wrappst so ein Ding außenrum, sagst, dieses Event kam rein, dieses Event kam raus und kannst in. Ja, das war's. Ich habe das noch ein klein bisschen anders bei mir implementiert. Ich habe noch eine zentrale Komponente, die ich den Event-Bus nenne, wo jeder seine Events drüber schicken muss. Das hat den Vorteil, dass ich die ganzen Events in einer Datenbank ablegen kann, und zwar als Additions und Retractions. Was heißt, ich sage, dieses Event kam rein, dieses Event wurde bearbeitet. Jede von diesen Komponenten schickt zum Eventbus zurück, wenn es was bearbeitet hat. Hat den Vorteil, dass wenn dieses ganze System abraucht, kann ich es neu starten. Und es gibt dann die Funktion Re-Inject Events. Das heißt, es nimmt die Events aus der Datenbank und schiebt sie vorne wieder rein. Und wenn das alles tatsächlich ordentlich stateless ist, ist das dem System vollkommen egal. Ich könnte es stoppen, könnte es auf einer anderen Kiste wieder starten und könnte die Events da rein lösen. Es ist ein unheimlich mächtiges Paradigma, also dazu gibt es dann nochmal einen eigenen Vortrag, wenn es ein bisschen weiter gediehen ist und ich den Code refactored habe und es nicht mehr ganz so grauenhaft aussieht. Mit Channel, die Quintessenz des Ganzen ist im Endeffekt, mit Channel kann ich unheimlich viel machen. Ich kann ein Concurrent-System tatsächlich damit entwerfen. Ich habe unabhängige Programmteile, die etwas tun. Ich kann das Ganze in JavaScript verwenden, wenn ich Bock habe. Es gibt ClojureScript, das ist Clojure compiled nach JavaScript. Und das nimmt diese Architektur, also ihr wisst, JavaScript, Single-Threaded, man kann nicht forken und all solche Dinge tun, funktioniert trotzdem. Channels sind implementiert, ich kann einzelne Komponenten, also es gibt ein JavaScript, ein ClojureScript-Framework, das nennt sich OHM. Da baut man tatsächlich Komponenten auf seiner Seite auf, so, das ist jetzt ein Counter und das ist eine Liste, wo ich Dinge hinzufügen und wieder rauslöschen kann. Die Komponenten rendern sich selbst, geben ihren Zustand an React und React difft den DOM und updatet das Ganze. React ist dieses Reactive Framework von Facebook, soweit ich weiß. Was es macht, ist, es nimmt, hat den DOM, es hat, kriegt einen zweiten DOM, difft die beiden und macht dann die Updates. Und es ist sackschnell. Und damit kann man tatsächlich aus dieser Hölle entkommen, dass jede Komponente irgendwie einen Callback zu einer anderen Komponente haben muss und dass jetzt dieser Button aber einen On-Click-Händler noch hier noch braucht und da und jeder gerne benachrichtigt werden möchte, ob dieser Button jetzt gedrückt wird. Man hat einfach einen Channel, auf diesem Channel kann man sagen, folgender Button wurde gedrückt und dann liest da jeder das raus, was er braucht. In CoreASIC steckt noch mehr drin. Es gibt noch eine Publish-Subscribe-Architektur. Also es gibt einerseits den Mult, der an alle verteilt, die einfach dranhängen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man hier noch eine Funktion zwischen reinschaltet, die sogenannte Topic-Function, wo man sagt, ich möchte gerne alle, ich möchte bitte aber nur alle Daten, die in dem Vektor sind oder als ersten Wert irgendwie Flubber enthalten oder irgendwie sowas. Und dann kriegt man auch tatsächlich nur diese. Also PubSub ist auch möglich. Fragen? Ich glaube, die wichtige Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, warum benutzt ihr das noch nicht lange? Noch nicht. Warum baut ihr eure Systeme immer noch so wie damals?
Wollt ihr nicht in der Zukunft ankaufen? Ja, macht das. So, das, was du da eben auch gemacht hast, ist ja zufällig ein Code-Beispiel. Klar! Also nicht unbedingt zum Zeigen, also zum Umschicken jetzt mehr. Also zum Rum. Gerne zeigen, aber. Ich kann das mal zeigen, was ich dann tue, so ganz fix. Ich habe doch auf. Ah, nee, ich muss auf PC wieder drücken, ne? Achso, also ich meinte das erste, was du gesagt hast, mit diese Suchanfragen da. Nein, dazu habe ich kein konkretes Beispiel. Schaue dir den Vortrag Concurrency Patterns in Ruhe von Rob Pike, die Slides an, da ist genau ein Beispiel dafür. Ich glaube, er baut das genau im Code. Aber wir können das nachher entwerfen, das ist nicht schwer. Okay. Ich glaube, dann sind wir fertig für heute. Sollte niemand mehr Fragen haben.